Ja, ich weiß. Das macht die Pflanze selber. Sie reagiert auf Licht. Alles gut also. Du hast recht jetzt. Du kennst doch die Seerosen hier im Tiergarten. Die öffnen ihre Blütenblätter morgens, wenn es Licht kommt, also die Sonne. Und abends, wenn sie weg ist, machen sie die wieder zu. Das Ganze beruht auf unterschiedlichen Reaktionen von Außen- und Innenseite der Seerose. Ne? Wenn es hell ist, reagiert die Innenseite und die Blume öffnet sich. Und wenn es dunkel wird, dann reagiert die Außenseite und die Blume schließt sich wieder. Aber, die Pflanzen, die ich kenne, stehen doch eigentlich nur um. Die bewegen sich nicht. Klar bewegen die sich. Aber wenn du es genau wissen willst, können wir uns jetzt einfach mal bewegen. Und zwar zum Manati-Haus. Da gibt es ganz viele Pflanzen. Du hast gerade eh nichts zu tun, ne? Also Emma, wir sind hier im Tiergarten Nürnberg und wir schauen uns heute mal nicht die Tiere, sondern die Pflanzen an. Und wir haben hier eine ganze Reihe von interessanten Pflanzen um uns herum und da werden wir jetzt mal einen genaueren Blick drauf werfen. Kommst du mit? Ich habe Kinderkrankenpflege gelernt, also von daher. Du wiegst echt viel für so ein kleines Wesen. Ich habe gehört, dass du behauptet hättest, Pflanzen würden sich nicht bewegen. Das stimmt aber nicht. Pflanzen bewegen sich sehr wohl. Die einfachste Bewegung ist hin zum Licht. Ne, manche Pflanzen wachsen richtig zum Licht. Auch das ist eine Bewegung, hin zum Licht wachsen. Manche Pflanzen möchten das aber auch gar nicht, weil denen das viel zu anstrengend ist. Hier die zum Beispiel, das ist eine Tillandsie. Die wächst ohne Wurzeln, die hängt einfach nur an den Bäumen. Und die sorgt dafür, dass sie Licht kriegt, nicht indem sie nach oben wächst, sondern einfach indem sie oben in den Bäumen wächst. Schau dir die mal an. Die sieht aus wie Nistmaterial. Vögel nutzen sowas gerne und bauen das in ihre Nester ein. Und dort kann die Pflanze dann wieder runterwachsen und hat trotzdem genügend Licht. Okay, andere Pflanzen, die machen sich nicht den Stress und bilden Stämme. Die wachsen an anderen Pflanzen hoch. Und das ist zum Beispiel da oben eine Liane. Wenn du mal guckst, da das, was so ein bisschen rosa blüht, das ist eine Bougainvillea. Das ist zum Beispiel eine typische Liane. Wir können mal einen kleinen Versuch machen, und zwar mit Bohnen. Was brauchen wir dafür alles? Wir brauchen Gläser, am besten schon mit Erde drin. Dann brauchen wir ein bisschen Wasser, Servietten oder Küchenpapier oder Klopapier. Und für den zweiten Versuch wollen wir auch noch ein kleines Labyrinth basteln. Da nehmen wir einfach einen alten Schuhkarton und noch ein bisschen andere Pappe. Wir brauchen ein bisschen Klebeband und eine Schere. Und was brauchen wir noch? Bohnen und ganz viel Geduld. So, zuerst mal müssen wir natürlich die Bohnen zum Keimen bringen. Wenn du Glück hast, siehst du schon nach 1 bis 2 Tagen die ersten Ergebnisse. Und aus der Stelle, die wie so eine kleine weiße Narbe aussieht, sind offenbar winzige Wurzeln rausgewachsen. Und ab jetzt musst du nur noch warten und die immer ein bisschen feucht halten. Pass aber auf, dass es nicht zu nass wird, sonst faulen die Keimlinge. Das wollen wir nicht. So, und damit ihr das besser sehen könnt, haben wir durchfeuchtete Servietten in ein Glas gesteckt. Und an den Seiten, da seht ihr schon ein paar Bohnen an die Wand gedrängt, ganz dicht. So kann man das Wachstum eigentlich ganz gut beobachten. Und hier bilden sich aus den Wurzeln so leichte Bögen, die sich dann zu Stängeln entwickeln. Und die wollen nach oben, nämlich entgegen der Schwerkraft, aber halt zum Licht hin, ganz klar. Wenn ihr jetzt weiter ausprobieren wollt, wie stark sie gegen Licht streben, solltet ihr sie als nächstes in Erde umziehen. So, und hier haben wir jetzt schon einen Keimling, den wir gerade gesehen haben, in Erde umgezogen. Und das sieht man schon, da ist jetzt ordentlich was gewachsen und das innerhalb von nur ein paar Tagen. Geht also eigentlich ganz schnell.
So, und jetzt kommen wir eigentlich auch schon zum zweiten Teil von unserem Experiment. Jetzt können wir auch noch beobachten, wie sie im Dunkeln dann immer versuchen, einen Ausweg ins Licht zu finden. Und dafür haben wir so ein kleines Labyrinth vorbereitet. Hier in Form von einem Schuhkasten oder du kannst auch einen Karton irgendwas nehmen. Und so ein bisschen Hindernisse gemacht. Wie zum Beispiel sowas hier. Dafür nehmen wir die Schere oder einen Cutter. Und dann können wir da einfach mal was reinstellen. Zumachen. Und da sehen wir schon, wir haben hier ein kleines Lichtloch. Und die Pflanze muss jetzt gucken, dass sie durch die Hindernisse durchkommt. Nehme ich hier raus. Das dauert natürlich ein bisschen. Geduld brauchen wir. Schau immer, jetzt ist es rausgekommen. Viel Spaß damit.